Hallo, schon wieder ein kostenloses Gambio-Tool. Wovon lebt der Typ eigentlich? Also mal ernsthaft, wenn Sie das prinzipiell gut finden, was ich hier mache, ein kostenloses Tool nach dem anderen rauszuhauen und diese Videotutorials, dann lassen Sie gerne einen Daumen nach oben für das Video da und hinterlassen Sie einen Kommentar. Davon kann ich dann zwar auch nicht leben, aber es gibt mir zumindest Bestätigung und emotionale Befriedigung. Das ist ja auch nicht schlecht, muss ja nicht immer Geld sein. Wir verbessern weiter die Datenqualität, was die Adressangaben angeht und minimieren das Risiko von Nachbearbeitungen oder schlimmstenfalls Rückläufern versandter Artikel. Dafür gab es ja neulich schon den Hausnummernchecker. Falls Sie das verpasst haben sollten, blende ich Ihnen jetzt oben nochmal den Link zum Video ein. Sie müssen nicht gleich draufklicken, Sie können jederzeit dann auf das i klicken und gelangen nochmal zum Video. Und diesmal schauen wir uns die Postleitzahlen an. Ich bin hier eingeloggt im Adressbuch, füge eine neue Adresse hinzu. Was das Tool macht, ist eine ganz triviale syntaktische Prüfung der Postleitzahl gemäß der Spezifikation. Klingt ein bisschen hochtrabend. In der Schweiz sind Postleitzahlen vierstellig und bestehen ausschließlich aus Ziffern. Trage ich nur drei Stellen ein, meckert das Tool. Fünf Stellen, das Tool meckert. Vier Stellen, dabei aber ein Buchstabe, so geht's nicht weiter. Dasselbe in Österreich, in Deutschland, Sie wissen es, sind die Postleitzahlen fünfstellig, sie bestehen aus fünf Ziffern. In allen anderen Fällen komme ich nicht weiter. Es ist also keinerlei Logik mit drin, ob die Postleitzahl mit dem Ort übereinstimmt etc. Diese Prüfung funktioniert natürlich nicht nur im Adressbuch, sondern auch im Checkout. Also da, wo die meisten wohl die Adresse eingeben. Ich bin wie gesagt hier registriert und eingeloggt. Füge eine neue Adresse hinzu. Deutschland 1234. Weiter geht nicht. Kurz der Beweis, dass es mit der richtigen Postleitzahl oder einer syntaktisch richtigen Postleitzahl funktioniert. In dem Fall meckert dann Gambio, dass andere Angaben fehlen. Und auch bei einem nicht registrierten Kunden mit schon einem Artikel im Warenkorb, Kasse, Daten eingeben, egal ob Gast- oder Kundenkonto erstellen, ist ja das Gleiche, ich muss nur das Häkchen rausnehmen. Deutschland, Postleitzahl sechsstellig. Ist nicht. Die Validierung verläuft ganz einfach mittels Browser-Funktionalität und zwar dem Pattern-Attribut und dem Title-Attribut. Das heißt zweierlei. Zum einen haben wir nur beschränkte Möglichkeiten, auf die Optik und den Text Einfluss zu nehmen. Und zwar hier in Google Chrome stammt der Text, Ihre Eingabe muss mit dem geforderten Format übereinstimmen von Google Chrome. Der Text darunter, bitte fünfstellige Postleitzahl eingeben. Wenn ich jetzt das Land ändere, in Österreich lautet die Meldung, bitte vierstellige Postleitzahl angeben, ist das, was wir bearbeiten können. Und zwar im Gambio Admin-Menü unter Toolbox Texte anpassen. Suchen Sie nach der Phrase WM-ZIP. Und können Sie entsprechend Ihren Anforderungen anpassen. Deutsch und Englisch werden mitgeliefert. Weitere Sprachen wie Italienisch oder Französisch können Sie nach dem bekannten Prinzip, Sie kopieren die deutsche oder englische Vorlage im Langverzeichnis, dann selbst generieren und im Admin-Menü oder in der Datei übersetzen. Ich spreche deshalb von einem Tool und nicht von einem Modul, weil das Ganze nicht über die Modulverwaltung verfügbar ist. Aus wiederum zweierlei Gründen. Zum einen kann ich nicht versprechen, mich zukünftig um die Wartung zu kümmern. Es wird allmählich ein bisschen viel. Es sind an die 30 Gambio-Module, die hier zu warten sind. Bei jeder neuen Gambio-Version Tests und so weiter. Hier und da gibt es immer mal Problemchen. Es wird allmählich ein bisschen viel, aber es ist nicht mit großartig Komplikationen zu rechnen. Das Tool verwendet ausschließlich Smarty-Blöcke, das heißt, Sie benötigen mindestens Gambio 3.7.1. Getestet ist es bis Gambio 4.3.1, dem Release Candidate. Und wie gesagt, es ist mit wenig Problemen bei zukünftigen Gambio-Versionen zu rechnen.
Grund Nummer zwei, warum das Tool nicht über die Modulverwaltung abrufbar ist, ist ganz einfach, dass sie es möglicherweise ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend anpassen möchten. Nicht nur was die Sprachen angeht, sondern die drei genannten Fälle Deutschland, Österreich, Schweiz sind jetzt die einzigen, die das Tool für den Moment abdeckt. Sie verwenden wahrscheinlich weitere Länder und möchten die Logik dahingehend individuell erweitern. Sie dürfen mir auch gerne Anfragen dazu stellen, kein Problem. Kann ich noch mit reinpacken. Es ist ohne großen Aufwand individuell anpassbar. Was Sie hier jetzt im Malibu Theme gesehen haben, funktioniert ganz genauso im Honeygrid Theme und auch im Honeygrid Template. So, dann noch der Hinweis. Ich weiß, es gibt große Probleme mit falschen Adressen, was dann einmal Zeitaufwand für die Nachbearbeitung oder gegebenenfalls Einholen der richtigen Adresse nach sich zieht, was aber auch einfach Kosten durch die Logistiker verursacht. Und es gibt da nicht die eierlegende Wollmilchsau. Man könnte eine Geodatenbank anbinden, ja, und dann eine Prüfung vornehmen, Postleitzahl, Ort, stimmt das überein? Aber das ist keine triviale Angelegenheit. Ich möchte Ihnen nur kurz ein Google-Tool zeigen, die Google Places API. Die wäre prinzipiell auch zu verwenden. Stellen Sie sich vor, dieses Enter Your Address Eingabefeld wäre das Straßeneingabefeld in Gambio. Man würde hier jetzt also eintragen, ich nehme nicht meine Straße, da funkt die Autovervollständigung dazwischen, sondern ich zeige Ihnen erst ein Negativbeispiel. Nicht deshalb, weil es Gambios Adresse ist, also der Gambio GmbH, sondern weil einfach die Vorschläge nicht taugen. Ich suche den Parallelweg in Bremen und der wird nicht vorgeschlagen. Wo es hingegen ganz gut klappt, ist die Adresse von Google Deutschland. Das ist die ABC-Straße in Hamburg. So würde der Kunde dann vorgehen. Er tippt ABC ein, wählt den Vorschlag aus. Die Stadt, die Postleitzahl und das Land sind dann schon automatisch vorausgewählt. Können sich, wie gesagt, im Gambio Checkout bei der Adresseingabe oder Kundenregistrierung, Adresseingabe genauso vorstellen. Straße eingeben, auswählen, dann die Nummer ergänzen, ganz wichtig, falls nicht schon vor Auswahl des Vorschlags eingetragen. Postleitzahl, Ort und Land sind dann gemäß dem Google-Vorschlag schon ausgefüllt. Ob der richtig ist, ob der Kunde den richtigen Vorschlag gewählt hat, dafür gibt es nach wie vor keine Garantie. Ich schlage vor, Sie probieren das einfach selber mal aus. Ich packe Ihnen den Link zu diesem Tool unten in die Videobeschreibung. Da können Sie sich selbst ein Bild von der Datenqualität machen und dann entscheiden, bringt Ihren Shop das voran, reduziert das eher Probleme oder schafft es mehr Probleme? Und auch gleich noch der Hinweis, diese Google API ist nicht kostenlos. Also hier auszuprobieren, selbstverständlich schon, aber wenn Sie das in Ihrem Shop einsetzen möchten, bezahlen Sie für jeden API-Aufruf an Google. Zurück zum eigentlichen Thema. Der Postleitzahlenchecker, PLZ-Checker, das kostenlose Tool für Gambio, ist auf meiner Website zum Download bereitgestellt. Ich packe Ihnen auch hierzu natürlich den Link unten in die Videobeschreibung. Nicht den direkten Download-Link, sondern den Link zur Infoseite dazu mit Installationsanleitung. Es geht, auch wenn es nicht über die Modulverwaltung verfügbar ist, ganz einfach. Wünsche Ihnen wenig falsche Adressangaben und viele Bestellungen mit Ihrem Gambio Online-Shop.